Erstmal jeden, der sich auf mein Video verirrt hat. Heute mache ich ein kleines Unboxing. Pure Stream Splash Waterproof Radio, Dub Radio und Bluetooth Speaker. 20 Stunden soll wohl die Batterie aushalten. Ja, ich werde auch einen kleinen Probelauf machen. Ich hoffe, das Mikrofon von meiner Cam reicht dafür aus. So, dann haben wir hier erstmal irgendeine Anleitung. Wow, viele, viele Anleitungen. Mit nichts drinne. Also nichts Wichtiges. So, ich habe den vor Monaten mal gekauft. Ich weiß auch nicht. Ich hatte Download Pure Home App. Okay. Ich denke mal, dass wir die Pure Home App jetzt nicht brauchen werden. Hab den vor Monaten mal gekauft, weil ich halt, was haben wir hier? Okay. Das ist Mool. Hier ist das USB-Kabel. Das Micro-USB-Kabel. Micro-USB-Flachkabel. Nice. Endlich mal was von der Qualität her nicht so kacke ist. So, ich mache so viele Unboxings mit so China-Krempel, wo die Qualität von den Kabeln her wirklich unterirdisch schlecht ist. Was macht diese Fliege hier? Die geht mir so auf den Sack. Okay, jetzt werden wir mal das Ding direkt einstöpseln und gucken, ob wir das zum Laufen bekommen. So schwer kann es nicht sein, habe mich jetzt nicht mit befasst. Hier sieht man auf jeden Fall Laut- und Leiser-Taste, An-Taste, Menü-Taste wahrscheinlich. Okay, ich bin verwirrt. Kann man es aufmachen? Scheiße, ich hätte mich dann doch mal ein bisschen mit befassen sollen. Okay, wir lassen es einfach. Hier hinten ist sowas. Verpiss dich! So, auf jeden Fall ist hier schon mal Power. Haben wir. Haben wir nicht. Machen wir das Power aus, das Power aus. Reicht das vielleicht dann? Okay. Verpiss dich. So, sehr gut. Ja, diese Fliege ist total lästig. Auf jeden Fall haben wir hier ein kleines Display. Ist jetzt im Standby. Jetzt machen wir das mal hier an. Englisch. Englisch wollen wir nicht. Deutsch wollen wir. Dann gehe ich mal auf die Menütaste hier oben. Oder in der Mitte. Oh, man muss in der Mitte. Streamer Splash. ED663E. So, wir werden uns einfach mal versuchen, damit zu verbinden. So. Bluetooth. Koppeln. Neues Gerät koppeln. Das ist meine Kamera. Streamer Splash nehmen wir direkt. Es ist auf jeden Fall geil. Ich weiß auch gar nicht, wofür man es benutzt, um ehrlich zu sein. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich so unvorbereitet. Okay, das hier ist so eine Halteschlinge. So. Jetzt habe ich mich damit verbunden. Jetzt nehmen wir freie Mucke. Ich nehme immer dieselbe freie Mucke. Okay. Jetzt. Bluetooth nicht verbunden. Okay, koppeln. Yeah.
So für den ersten Eindruck reicht es, es ist wirklich okay. Ich muss mich jetzt leider auch noch mal ein bisschen damit befassen, wofür man den Lautsprecher, ob das ein reiner Lautsprecher ist oder ob der noch irgendwelche anderen Funktionen hat. Wie gesagt, hier bei mir sind bergeweise Sachen, von denen ich Unboxings machen muss. Wenn ich mich mit allen beschäftigen würde, dann würde es wahrscheinlich eine Woche dauern, bis ich mich in alles reingelesen habe. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Link ist unten drunter. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis denn dann. Ciao.